Hallo zusammen. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man so einen schicken Affiliate-Produkt-Layout-Block erstellt, um so die Conversion auf seinen Affiliate-Webseiten zu steigern. Solche verkaufsfördernden Custom-Layout-Blöcke, die kann man an verschiedenen Orten im Internet kostenpflichtig runterladen. Allerdings habe ich mir gedacht, warum dafür bezahlen, wenn man die mit Hilfe des Cadence Blocks-Plugins, und zwar mit der Free-Version, auch kostenlos selbst erstellen kann. Das Beste ist, dass dieser Block dann auch als Designvorlage abgespeichert und x-beliebige Male neu angepasst und wiederverwendet werden kann. Also, los geht's. So, zuallererst erstelle ich einen neuen Blogpost und den nenne ich mal Affiliate Produkt Layout. Dann suche ich mir dieses kleine Plus-Icon hier, klicke da drauf und wenn ich jetzt hier auf alle durchsuchen gehe, dann werden mir hier sowohl die Gutenberg-Blöcke als auch die Blöcke des Cadence Blocks-Plugins angezeigt. Der Block, den wir benötigen, ist der Row-Block. Und zwar genau dieser hier. Und dieser Block hier, das wird unsere erste Ebene sein. Also wählen wir den aus. Dann lassen wir uns hier oben die Ebenen anzeigen. Gehen auf Section. Schauen, dass hier drüben der Block ausgewählt ist. Und gehen dann auf die Container Style Settings. Hier gehen wir jetzt auf Border Width und können hier jetzt schon mal bestimmen, wie dick unser Rahmen des Layouts später sein soll. Da geben wir an allen Positionen eine 5 ein für 5 Pixel. Dann können wir hier jetzt noch die Farbe unseres Rahmens bestimmen. Und dafür nehme ich mal diesen schönen Pinkton hier. Und wie durch Zauberhand entsteht dann hier auch schon der Rahmen. Wer möchte, kann dem Ganzen jetzt noch einen kleinen Schatten verpassen. Und dann würde ich hier minus 5 auf der Achse 5 und den Blur auf 25. Dann geht es weiter mit Padding und Margin. Und da fügen wir jetzt das Padding hinzu von jeweils 20 Pixeln auf jeder Seite. Nachdem das geschafft ist, gehen wir hier auf dieses kleine Plus-Symbol, dann auf Row Layout, um eine weitere Ebene hinzuzufügen und dann nehmen wir wieder diesen Block hier, also diese Single Section. Im Anschluss suchen wir uns wieder das kleine Plus hier und wählen das Row Layout, um eine weitere Ebene hinzuzufügen. Und diesmal nehmen wir mal diese Double Section hier. So, wie man sieht, teilt sich diese Sektion jetzt in ein Drittel links und zwei Drittel rechts auf. Wir brauchen jetzt zunächst die obere Ebene hier. Gehen auf das Plus und wollen die Advanced Heading Sektion einfügen. Also gebe ich hier Advanced ein und dann schlägt er mir schon mehrere Blöcke vor. Das ist der, den wir benötigen. Und hier ist jetzt jedem freigestellt, wie er diesen Block oder dieses Layout bzw. das darin befindende Produkt am besten bewerben möchte. Hier könnte man zum Beispiel Angebot oder Empfehlung reinschreiben. Ich persönlich möchte für mein Produktlayout hier einfach nur 5 Sterne drin haben, die so ein bisschen eine gute und positive Bewertung suggerieren wollen. Und da ich mit Mac arbeite, drücke ich dafür einfach Control, Command und die Leertaste gleichzeitig. Und dann habe ich direkt die Möglichkeit, hier Icons einzufügen. Da suche ich mir so einen Stern raus, kopiere den und setze den noch 4-mal ein, damit ich hier 5 so schicke Sterne habe. Hier rechts finden wir ja immer die Einstellung zu der Ebene, die wir gerade bearbeiten. Hier sieht man, wir sind in der Advanced Heading. Das steht hier auch nochmal. Und wenn wir jetzt hier ein bisschen runterscrollen, dann haben wir die Möglichkeit, die Schriftgröße und auch den Hintergrund in der Größe anzupassen. Ich setze das beides mal auf 25 Pixel. Gehe dann direkt hier auf die Spacing Settings, wo ich dann wieder Padding und Margin bestimmen kann. Beim Padding gebe ich Top 15, rechts 10, Bottom 20 und links natürlich genauso wie rechts wieder 10 ein. Beim Margin gebe ich nur die Top Margin ein und zwar 25. Nun können wir hier noch die Hintergrundfarbe festlegen. Dann nehme ich jetzt mal dieses schicke Grün und damit man die Sterne auf dem Grün auch besser erkennt, werde ich die noch mal ein bisschen dunkler machen. Nun können wir hier die Position noch mal ein bisschen anpassen. Dazu gehen wir wieder hier auf die Section, dann auf Padding Margin und ändern die Margin Top,
auf minus 75. Das werden wir später nochmal so nachjustieren, dass dieser grüne Block mit den Sternen ziemlich genau in der Mitte des oberen Rahmens sitzt. Dann gehen wir hier auf die Align Settings und ändern das auf horizontal, zentrieren den Block noch. So, wie gesagt, den Feinschliff, den können wir später nochmal durchführen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um das Produktfoto. Das setzen wir hier rein, also drücken wir hier auf Plus. Dann gehe ich hier auf Image und suche mir hier den Bildblock raus. So, nehmen wir mal an, ich möchte dieses schicke Bobbycar hier bewerben. Und nachdem das Bild hochgeladen wurde, kann man hier jetzt noch ein bisschen die Dimensionen anpassen. Das Ganze könnte man auch hier machen, wenn man es genau einstellen möchte. Ich gehe jetzt erstmal nochmal auf diese Section hier und gehe dann hier auf Align und Align Middle. Im Anschluss gehe ich hier auf das Plus und suche mir wieder den Advanced Heading Block raus. So, dann verpasse ich meinem schicken Bobbycar auch noch eine entsprechende Überschrift, damit es auch keiner mit dem Dreirad verwechseln kann. Nun gehe ich hier wieder auf das Plus und suche mir eine Icon List raus. Hier ist sie ja auch schon, die wähle ich natürlich dann an. Und hier habe ich jetzt sogar schon das Icon, was ich tatsächlich haben möchte. Sofern das nicht der Fall wäre, könnte ich jetzt hier runtergehen, würde hier die Individual List Item Settings anklicken und hätte dann hier die Möglichkeit, mir ein entsprechendes Icon rauszusuchen. Da das in meinem Fall ja schon passt, muss ich hier nur noch die Icon Color anpassen und die hätte ich gerne wieder in diesem schicken Grün hier. Hier könnte ich jetzt noch die Größe des Icons ein bisschen anpassen. So, und bevor ich jetzt hier irgendwas reinschreibe, drücke ich erst nochmal zweimal auf Enter und habe dann hier die Möglichkeit, drei Produktvorteile dieses Bobbycars einzusetzen. So, nachdem das geschafft ist, klicke ich wieder auf dieses kleine Plus hier unten und suche mir wieder den Advanced Button raus. Und nehmen wir mal an, ich bewerbe hier ein Affiliate-Produkt von Amazon, deshalb gebe ich hier Produktdetails bei Amazon ein und verlinke dann von ihr aus mit meinem schicken Affiliate-Link logischerweise zu dem Produkt bei Amazon. Jetzt wollen wir aber diesen Button hier nochmal ein bisschen anpassen und dazu gehe ich hier auf die Button-Settings. Da ändere ich erstmal die Textfarbe in weiß. Die Border Color mache ich grün. Vielleicht noch ein bisschen dicker machen. So. Dann suche ich mir noch ein schickes Icon raus. Hier könnte ich jetzt noch die Icon Color, also die Farbe des Icons, ändern. Bei mir ist das ja schon schön weiß, also bleibt das auch so. Und ich hätte das Icon gerne links platziert. Übrigens gibt es noch sämtliche weitere verkaufsfördernde Design-Layouts, die man ganz einfach selbst erstellen kann. Sofern dir dieses Video gefällt und du noch weitere Anleitungen dieser Art sehen möchtest, dann lass doch einfach einen blauen Daumen nach oben da oder schreib mir das in die Kommentare und ich werde weitere Anleitungen dieser Art hochladen. Jetzt gefällt mir das hier noch nicht ganz so gut. So sieht das Ganze deutlich besser aus. Hier würde ich dann logischerweise meinen Affiliate-Link einsetzen. Den würde ich dann in einem neuen Fenster öffnen, sobald der Button geklickt wird. Und jetzt wollen wir hier nochmal den Hover-Effekt ein bisschen anpassen. So, und um da die Farbe zu ändern, gehe ich hier zunächst auf Hover. Den Text möchte ich dann dunkel haben und der Hintergrund, der sollte sich dann so schön pink färben, wenn man mit dem Cursor drauf fährt. So, die Border Color, die könnten wir weiß machen. Und das Ganze machen wir schwarz.
So, das sieht doch schon ganz schick aus. So, jetzt werden wir den Button nur noch nach links verschieben. So, was mir hier jetzt noch nicht gefällt, ist die Tatsache, dass das Bild irgendwie zu nah am Text klebt und einen zu großen Abstand zum Rahmen hat nach links. Also lasse ich mir nochmal die Ebenen anzeigen und gehe dann auf diese Section hier, sodass mir hier das Bild wieder angezeigt wird, beziehungsweise dass das markiert wird hier. Dort gehe ich dann auf Align Middle, dann auf Padding und Margin und setze dann die Margin Left, das ist dieser Abstand hier, auf minus 50. Das ist ein bisschen zu weit. Ja, das sieht gut aus. Und dann werde ich hier oben den Rahmen noch ein bisschen einziehen nach unten, sodass der Block mit den Sternen ziemlich genau in der Mitte landet. Und auch das funktioniert wieder über Padding und Margin. Und zwar lassen wir uns dazu erstmal wieder die Ebenen anzeigen und gehen dann auf diese Section hier, dann auf Padding und Margin. Und dort setze ich das Padding Top auf 0. Zack, das sieht gut aus. So, als nächstes möchten wir den Abstand vom Button zum unteren Teil des Rahmens noch ein bisschen verkürzen. Und dazu gehen wir auf diese Section hier, genau. Und dort werden wir jetzt hier, die Margin ist das, also der Abstand hier zum unteren Teil des Rahmens, das ist die Margin Bottom und die muss verkürzt werden. Also gehen wir wieder auf Padding Margin, Margin Bottom und da gehen wir mal minus 20 ein. Okay. 25, da kann man jetzt ein bisschen rumspielen, wie es einem am besten gefällt. So, jetzt ist der Abstand hier deutlich zu gering. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ziel. Tja, so sieht das Ganze ganz gut aus, so kann das erstmal bleiben. So, und wenn ich mit dem Design meines Blocks fertig bin und ich mit dem Ergebnis soweit zufrieden bin, dann kann ich Folgendes machen. Und zwar klicke ich den Block nochmal an, gehe dann hier oben nochmal in die Hierarchie, wähle das gesamte Layout aus, gehe dann auf die drei Punkte hier und kann dann hier diesen Block, meine schicke Designvorlage, zu den wiederverwendbaren Blöcken hinzufügen, um dann diese Designvorlage zum Bewerben anderer Produkte in Zukunft erneut einzusetzen. Da klicke ich also drauf. Natürlich braucht er auch noch einen Namen und den nennen wir natürlich Affiliate Produkt Layout. Das wird nun gespeichert und sofern ich jetzt vorhabe, noch weitere schicke Produkte hinzuzufügen, dann kann ich dazu so oft ich möchte meine Designvorlage verwenden, indem ich auf dieses kleine Pluszeichen hier unten gehe und dann auf Alle durchsuchen klicke, dann auf Wiederverwendbar klicke und mein Affiliate Product Layout auswähle. Das taucht dann auch gleich hier unten auf. Jetzt muss jedoch noch beachtet werden, das ist ganz wichtig, dass bevor hier irgendwelche Veränderungen an dieser Designvorlage vorgenommen werden, wir hier oben auf In normale Blöcke umwandeln klicken. Andernfalls würde nämlich jede Veränderung, die wir hier vornehmen, automatisch auch den wiederverwendbaren Block mit verändern. Das heißt, die Blöcke sind so lange synchron, bis man hier auf In normale Blöcke umwandeln geklickt hat. Damit sind die Blöcke dann autark und können so oft wie man möchte eingesetzt und nach Belieben angepasst werden. Und im nächsten Video zeige ich euch, wie man sich schicke Pros und Cons Blöcke, wie zum Beispiel diesen hier, ganz einfach selber bastelt. Tschüss!